Der erste Zug, der lange. Skywalker, du bist ja gar nicht mehr VIP, wie es aussieht. Der heimlich zu. Du wurdest end-VIPisiert. Übrigens, ja, hallo zu einem tollen Spiel, was wir noch gar nie, was wir noch nie gespielt haben. Ja. Ja, wo ich noch nie gehackt habe. Da hinten kann man jetzt auch die Weltmeisterhaft kaufen. Sag nur, Osaka ist meins. Und das Spiel ist endlich aus der Beta draußen, ne? Nee, wirklich. Fortnite ist eigentlich auch schon aus der Beta draußen. So, ich gehe übrigens mal nach Rom. Ja, alle Rom, das gehört mir. Ja, locker komm ich nach Venedig, ich sag's dir, oder Bali. Ja, wahrscheinlich. Oh, Mailand, puh. Da ist Italien schon mal verteilt. Ja. Ja, sauber. Muss man schon sagen. Ereignis. Geh direkt zu der Weltmeister. Was ist dieses Foto vor allem? Ach so, das. Es wäre sonst ein bisschen sinnlos gewesen, weil es überhaupt keine Weltmeisterschaft gibt. Oh, wow. Weltmeisterschaft kostet jetzt was. Hey, gibt's doppelte Weltmeisterschaft? Nein, was ist das? Weltmeisterschaft in Hamburg. In Hamburg. Hey, da will ich nicht hin. Da will ich auch nicht hin. Endlich mal guter Fußball. Hamburg und guter Fußball? Ja, weil nicht HSV spielt. Ach so. Ja. Spielt er jetzt St. Pauli oder was? Ja, ich will. Ach, Rick. Rick ist nicht so gut mit Fußball und so. Nee, bin ich auch nicht. Weltmeisterschaft. Ja, das kann ja auch die Club-Weltmeisterschaft sein. Was ist denn eine Club-Weltmeisterschaft? Das ist die Weltmeisterschaft, wo Vereine spielen, ist doch klar. Ja, wo denn... Was Weltmeisterschaft! Nein, die Weltmeisterhaft. Genau. Ja, das ist Haft. Vor allem, stimmt, ist ja gar kein Minus, kein Bindestrich da. So, ich gehe mal wieder nach Nizza. Da gibt's die Pizza. Das muss jetzt doch echt sein. Jede Folge sein. Ne? Ja, jedes Mal. Moin. Ja, was denn sonst? Erstmal Steuern zahlen. Ja, natürlich. So musst du. Du lebst hier ja auch voll am Limit, da, Ich meine, ich habe 3 Häuser. Was will ich mehr? Ja, der Typ läuft einfach mal um die ganze Welt, nur um New York zu kaufen. Wahrscheinlich ist er sogar aus New York rausgeflogen. Einmal um die Welt und dann wieder nach New York. Mhm. Ja. Ihr wisst jetzt, ich meine, ich bin geht, verantwortlicher oder? Bürger. Also, ihr wisst ja, wo es jetzt hingeht, oder? Ja, du bist halt dumm und schuldest dir keine 300k. Ja. Und das ist wirklich Osaka. Wow, das war eine richtig tolle Investition, was du da gemacht hast. Das hat sich so richtig gelohnt. Ja. Gut, hat sich echt gelohnt. Oh, die haben neue Emojis hinzugefügt. Mhm. Ja. Na, auch grad, ich habe überhaupt keinen Spielsound, ich habe nur Musik jetzt angemacht. Ich bin natürlich... Rick, guck, es hat sich gelohnt, ich habe Geld bekommen, also sag gar nichts. Hier, Skywalker, kriegst du mal ein bisschen was. Ein bisschen? Ja, in Bali, das ist jetzt so ein billiges... Was? In Hongkong, da will ich jetzt eigentlich nicht so viel machen. Also wenn ich hier Pause, Option... Ah ja, dann kann ich ja auch Lautstärke machen, die mal an. Hauptsache Osaka. Ja. Ja. Hauptsache Osaka. Alles ist gut, wenn ich es. Beginne von vorn. Alles muss irgendwo zum Start. Ah, ich meine, ich habe eure Häuser. Ich habe eure Häuser gemieden. Also. Kann mir ja, schön. Na, die haben keine Häuser, die haben nur Hotels. Das sind doch keine Hotels. Das sind so billige Apartmenthäuser. Du zwingst deine Gegner, eine Stadt zu verkaufen. Was ist denn so richtig teuer? Ach, hier. Osaka. Ah, nee, da ist jetzt nur die Weltmeisterschaft. Ach doch. Ach, danke. Ja, Hamburg ist dann wieder weg. Das ist halt die richtige OP-Karte. Du Pisser, du. Ja, du hast das Geld auch wieder zurückbekommen, was du dafür bezahlt hast. Eine Stadt. Das ist OP. Das war nur... Osaka. Das war eine Stadt kleiner machen. Erdbeben ist OP. Was? Ja, das macht die Stadt nur kleiner.
Ja, okay, Erdbeben war das, was sie komplett abreißt. Ja, halt wieder neu, es ist nicht so schlimm, wenn du die ganze Stadt zerstört worden. Ja. Aber immerhin habe ich die Weltmeisterschaft entfernt. Verkaufen, da hat man wenigstens noch das Geld. Ich lande auch wieder. Ach, Ele, ich komme als zu dir. Nachdem es günstiger geworden ist, danke Skywalker. Bedanke mich bei Skywalker. Ja, ich bedanke mich auch bei Skywalker. Meine ganze Familie. Das finde ich sehr freundlich von dir, dass du mir das ermöglicht hast, nachdem ich vorher deine Stadt zerstört habe. Also zwangsverkauft habe. Weißt du, das juckt mir einfach mal so überhaupt nicht, ne? Ja, jetzt ist. Wo ist sie eigentlich? Ach so, in Las Vegas, ja. Musstest du dafür bezahlen? Ja, man muss auch für die Weltreise bezahlen. Ja, aber... Offenbar muss man jetzt auch die FIFA bestechen, damit man überhaupt noch eine Weltmeisterschaft bekommt. Ja? Ja. Lokalani ist wieder auf Las Vegas, nee. Ich kenn es jetzt schon. Ah, natürlich. Ja. Dark hat sich auf Lack so lukrativ. Ja, das ist aber echt lukrativ hier. Ach Gott. Du hast so viele Steuern gezahlt, toll. Sag doch, Saka ist lukrativ. Saka ist lukrativ, das muss man schon... Ja, Brick, du hast daran einfach gezweifelt. Ich sag's dir. Das muss ich ja zugeben, da hatte ich Unrecht. Ja. New York ist wirklich schön. Ja. Skywalker mal. Da baue ich wieder aus. Wollte ich eigentlich ein Hotel haben. Ja, verlassene Insel. Da freust du dich, ne? Ja. Ich bin mit der Brick One abgestürzt. Mit der Air Brick One. Ja, so hoch geflogen. Steuern. Geld, Geld, Geld. Jetzt schnappt er sich mein Hamburg. Gleich ein Hamburg, ey. Was soll der Scheiß? Was, ich kann nur einen würfeln? Hä? Was soll der Scheiß einfach? Ja. Ne? Schrecklich sowas. Ja. Oh. Und wie es mir was gebracht hat, ne? Was denn? Ja, locker kommt jetzt wieder Karma und dann muss ich, dann komme ich drauf. Ah, so, jetzt war ich gerade abgelenkt, weil hier die ganze Zeit im Hintergrund irgendjemand geredet hat. Ich geh mal Weltreise machen. Mir ist egal. Oh, eigenes. Wow. Sorry. Ein Erdbeben. Das kommt hier mir noch drauf. Das finde ich gerecht. Sehr nett gewesen. Ja, sonst komme ich am Ende noch drauf. Wahrscheinlich kommst du jetzt nach New York. In Las Vegas. Hab ich eigentlich so zerstört. Skywalker? War ich dein Einsatz? Und da muss man Steuern zahlen. Alter. Erstmal ein bisschen Urlaub. Komm ich eigentlich heute noch mal ran? Ah, jetzt komm ich ran. Ah, komm, ich geh mal hier hin. Es ist nicht eher gelohnt, nach Madrid zu gehen, das dann aufzukaufen. Ich kann Madrid nicht aufkaufen, das ist ein Hotel. Ah, jetzt hier kriegst du ein bisschen Geld von mir. Außerdem kann man mit der Weltreise nicht zu Städten von anderen Leuten reisen. Kein Wunder, dass du immer verlierst. Wenn du das Spiel nicht checkst. Ach so. Das ist die ganze Welt.
Ja, du musst das Spiel kapieren, damit du hier gewinnst. Nö. Doch, musst du. Und da holt er sich die Weltmeisterschaft. Ah, lol. Und wo kommt sie hin? Natürlich! Ja, wo denn sonst? Alter! Es braucht jemand ein Erdbeben. Oh, das ist Paris teuer. Ja. Ja, Paris ganz teuer. So, ich gehe mal nach Rom. Bin sowas dann tot, bis ich das schon sehe. Würfeln. Siehst doch mal positiv, du besitzt immerhin Osaka. Ja. Nein, ich will nicht kaufen. Alles andere ist unwichtig. Ja, ich habe Osaka. Ach, wie nett. Ja, wirst du dir leider nicht kaufen können mit deinen 26.000. Da ist es schön in Madrid. Das mag sein. Ach, Zypern. Da kann ich gleich mal... Was ist eigentlich mit Skywalker los? Kann ich gleich mal die Preise ein bisschen erhöhen hier in meinen Ressorts? Hier kriegst du sogar ein bisschen Geld so davon. Guck, so nett bin ich. Ich habe immerhin ein halbes Monopol auf Ressorts. Das ist schon mal viel wert. Ja, Chicago kann er sich nicht leisten. Ja, Chicago kann er sich nicht leisten. 26.000. Ich baue aus. Auch das noch. Ja, ich komme auch nicht auf meine Städte, oder? Ach, ich darf noch mal. Ja. Ja, du könntest nach Rom kommen. Ja, dann baue ich noch mal aus. Alter. Wenn ich das schon sehe. Ach so, ich dachte, ich habe schon gefürchtet, ich komme jetzt... Ah, ich gehe direkt zur verlassenen Insel, das ist schön, ich setze mich ab. Wärst du jetzt zur Weltmeisterschaft gegangen? Ja, ich habe schon kommen sehen, dass ich jetzt auf New York lande, aber ich konnte mich noch mal retten. Da lässt er erstmal blechen. Ja. Und er kann nicht nach New York kommen in dieser Runde. Das ist schon mal sehr vorteilhaft für ihn. Ereignisfeld ist noch drin. Gut, das ist natürlich richtig. Verkauf. Aber wenn das auf Ereignisfeld kommt, muss er, glaube ich, eh erstmal über den Start wieder verkaufen. Gehen. Stimmt, Skywalker muss ja was verkaufen. Der hat kein Geld, um die Steuern zu zahlen. Da ist Bali erstmal wieder weg. Vielleicht kriege ich ein Resort. Ich kann nicht ausbauen, schade. Ah, so ein Mist. Ich war einfach in dieser Runde nur auf meinen Häusern. Aber echt? Die sind ja auch überall. Und Peking geht da. Ja, was ist eigentlich mit Skywalker los? Warum redet der nicht? Ich habe mittlerweile ein gutes Imperium aufgebaut. Osaka? Du hast ein gutes Imperium aufgebaut. Du musst aber erst mal was davon verkaufen, damit du in Osaka überlebst. Wer braucht schon Madrid? Ja, ich jetzt mal kurz, ja, erstmal das Hotel verkaufen, was man hat. Ja, das war das Billigste. Danke. Gleich auch, Brick. Und du sagst Osaka. Ah, so ein Mist. Wieso? Leider komme ich hier nicht runter. Und da hat er einfach ein Japan-Monopol. Aha. Oh Gott, Osaka. Und Tokio erst recht. Ich bin der Erste, der ein Monopol geschafft hat. Also, gewonnen. Danke. Ja. Jetzt fahr ich gleich zurück. Gleich zurück geht er. Und da sitzt er in Shanghai und geht nach Berlin, Alter. Ganz groß. Lebst dir aber ganz schön auf Pump, Ele. Ah, so ein Mist. Ach, geil, Rom. Ach, wie nett. Alle Wege führen nach Rom. Ja, aber echt, alle Wege führen nach Rom. Und da musst du jetzt leider was verkaufen. Was wird er wohl verkaufen? Ja, komm hier. Osaka. Genau, Osaka. Osaka nicht, natürlich. Wo ich denn? Aber du hast mehr Städte als nur Osaka diesmal. Ja. Das ist mal alles auf zwei Karten setzen. Das ist schon praktisch, wenn man auf der verlassenen Insel sitzt und Geld einsackt währenddessen. Ich sitze hier maßgeblich in der Steueroase.
Oh Gott, ey. Hoffentlich komme ich jetzt nicht hinzu. Jetzt komme ich auch auf New York. Ja, das wäre wohl möglich. Oh, Skywalker kauft sich nicht Hamburg zurück. Kann er wahrscheinlich nicht. Aber was ist mit Skywalker los? Warum redet der nicht? Keine Ahnung. Der hat keinen Bock mehr auf uns. Wer ist denn Mutter? Der sitzt wahrscheinlich gar nicht am PC. Das ist einfach sein Autopilot, der das macht. Seine Katze. Skywalker. Genau, seine Katze spielt. Wenn bei dir die Mutter drin ist, macht den... Alter, wie oft soll ich denn noch würfeln? Mach einen Daumen nach oben. Ja, dann kommst du auch nach Hamburg. Soll ich nicht? Willst du das wagen? Soll ich? Ja. Ja, da kannst du. Da kriege ich erstmal einiges an Geld. Dafür, dass du im Grunde nur eine kleine Fahne da hast. Ja, der erste. Aber Berlin ist teurer. Ja, das ist wohl richtig. Berlin. Aber ich gehe gar nicht nach Berlin, ich gehe jetzt nach London. Hier, ich darf zu Cyborg, dieses Leid kann ich mir nicht mehr ansehen. Danke, Ehrenbruder. Ich muss ihm aushelfen hier. Tut mir leid, ich musste mich gerade abreagieren. Frag mal, wohin die nächste Reise geht. Ich musste mich gerade ein bisschen abreagieren. Ja, wo geht denn die nächste Reise hin? Nach Osaka oder was? Ja. Was für eine Überraschung. Oh, und da ist die Weltmeister. Ja, wo ist die? Achso, in Peking. Wo musstest du dich denn abreagieren? Alter, was? 1 Million in Peking. Ich, Ele. Ach, in Nizza bist du mal wieder. In Nizza, da gibt's Pizza. Hier ist das Cyborg, das musst du eigentlich mal aufs Soundboard packen. Ja, ist eigentlich ziemlich eindeutig, ne? Nein! Alter. Aber hey, siehst du mal so, du hast doch Saka noch. So, ich mache in Amerika ja, auch mit. Cool hat, wird dann die eine Stadt teurer, oder? Der bekommt mehr. Ja. Jetzt kann man sich New York ja wieder leisten mittlerweile, da die Weltmeisterschaft ja nach Peking umgezogen ist. Kann man sie nicht kaufen? Ach, wie freundlich! Und da muss er die konntest Peking verkaufen. Oder Mailand. Na, Skywalker, noch so eine Aktion und du musst wirklich Peking verkaufen. Weil ich einmal bei dir die Miete nicht bezahlt habe. Seitdem hast du mich die ganze Zeit. Das ist doch rund genug. Naja, ach, in Nizza bin ich mal wieder. Ich muss meine eigene Pizza essen. War das nicht auch dieser Tag, als wir uns im TTT so abgefuckt haben? Ja, das kann sein. Ja, eben weil Cersei die Miete nicht bezahlt hat. Ach so, ja. Ah, ja. Ach. Jetzt musst du wirklich Peking verkaufen, glaube ich. Oh, also Saka los. Shanghai reicht offenbar sogar. Also Brick, hast du immer noch Zweifel dran? Nee, ich zahle natürlich. Was heißt dir Geldhaie? Du bist der, der die Weltmeisterschaft hat. Aber da war keiner drauf. Nein. Ich bleib mal günstig. Aber das kostet mir trotzdem 400.000. Ja. Aber die muss mir jetzt, zur Cyborg muss die mir jetzt bezahlen, wenn er das wieder haben will. Ach, nicht Osaka. Ja, das ist viel mehr wert. Oh, spiel's echt mal schlauer. Oh! Ja. Zur Cyborg kann schlau sein? Was? Willst du heute echt gewinnen, oder wie? Einmal. Das kann er sich ja tatsächlich leisten noch. Ich habe einmal gewonnen, oder? Jetzt kannst du eine 1 würfeln am besten. Ja. Danke. Nee, soll ich gleich auf Bankrott gehen das nächste Mal, oder? Ja. Hast du überhaupt noch große Möglichkeiten hier? Ich glaube, du hast direkt fast verloren. Ach, ja, Peking, jetzt wo es günstiger ist, kann ich dir auch mal Geld geben. Und jetzt hat er wieder Geld. Ja, ich wollte ihn noch ein bisschen im Spiel lassen, damit es spannender bleibt. Natürlich. Ja. Natürlich. Das ist ja, so. Ja, das war der Grund. Also wenn er zu Berlin kommt, dann ist er jetzt echt gearscht. Ja. Oh, nein. Ereignis! 50 Euro! Oh. Das Spiel mag dich! Das Ereignis ist manchmal so richtig abfuckend. Oder geht das? Solange ich jetzt nicht auf Las Vegas komme. Las Vegas! Geht nach New York! Ja, natürlich! Muss ich erstmal zur Weltmeisterschaft gehen! Oh. Warte! Geschieht dir recht! So, was brauche ich denn los, nicht? Los, Brick, zahl du mal deine Miete!
Ja. Freistadt, nee. Danke fürs Kompliment nochmal von vorhin. Welches? Ach so. Ich sag, dass ich schlau gespielt hab. Hat sich echt gelohnt, danke, Ilja. Ich sag doch, du musst das Spiel kapieren, um zu gewinnen. Mensch, warum kapiert er das Spiel denn? Frick. Hm, und dann auch noch Steuer, er ist sicher als günstiger. Das war Steuerflucht, was ich begangen habe. Schnell mal alle Immobilien loswerden, damit ich auch ja nicht viel Steuern zahlen muss. Ich kaufe mir nämlich jetzt Bali. Das war smart von dir. Ja, das war echt smart von mir. Ja, absolut. Jetzt muss ich nur noch auf Weltreise kommen. Dubai ist schon verkauft, ne? Ja. Tokio! Vorher komme ich natürlich auf Erdbeben. Ja. Frick gewinnt das noch, Leute. Ja, ich gewinne das noch, passt auf. Ich habe eine Frage, gehört dann zum Beispiel, wenn man jetzt hier unten alles voll hat, gehört dann Nizza auch dazu zum Monopoly? Wie? Also du musst eine komplette Straße haben, dann hat man glaube ich auch gewonnen. Zählt das Resort auch eine dazu? Komplette Straße? Nein, das Resort zählt nur dazu, wenn du das Line-Monopoly haben willst. Eine komplette Straße? Oder drei Monopolys? Oder alle vier Bahnhöfe, nenne ich das. Eine Bahnhöfe, das sind Ressorts, das ist was ganz anderes. Dann nehmen alle vier Ressorts. Ach, ich gehe mal wieder in ein Ressort. Ein Ressort dran. Oh, Ele. Das kann ich auch stimmt. Ja, aber Zypern kann ich mir eh nicht kaufen. So, da lebt der Typ jetzt auf Pump. Aber egal, ich habe jetzt wenigstens ein paar Städte im Gegensatz von den vorherigen Spielen. Ja. Oh. Wow, das hat sich richtig gelohnt, der Rabatt. Musstest du die eigentlich aktivieren? Da kriegt er einen Rabatt und muss den in 6000er Hongkong. Das ist es ja, die muss aktiviert werden. RIP Life, ey. Das war so, hat sich so richtig gelohnt. Ja. Warum ist ja die einzigste schlechte Stadt? Und die Weltmeisterschaft ist mal wieder in Eses Hand. In Berlin, ach schön. Kann ich ja jetzt erstmal gar nicht hinkommen. Als ob 4 Millionen, never. 4 Millionen. Ah, ja, komm, muss ich gleich eh wieder verkaufen, aber ganz ehrlich. Dann habe ich zumindest was auf der Karte stehen. Flaggen lohnen sich eigentlich. Ja, Flaggen lohnen sich. Nein, also. Ach so, wow. Wow. Es hat sich richtig gelohnt, Ele, die Weltmeisterschaft dahin zu tun. 5,4 Millionen. Alter. Er möchte halt echt gewinnen. Was war der Rekord eigentlich mit der teuersten Stadt? Tokio war es auf jeden Fall. Geh direkt zur Weltreise. Max out. Oder? Das war 8 Millionen, glaube ich. Ich gehe mir ganz kurz Kuchen holen. Ich glaube, ja, Las Vegas oder New York, glaube ich, waren das sogar schon mal. Also ich habe nee, schon... Nee, nee. Ich kann mich da nicht da kommt Esel und zahlt mir Geld. Ja, bitte sehr. Es waren mal 6 Millionen Häuser, wo ich jetzt... Da freu ich mir doch. Kann Jahr ich mir zwar nichts von kaufen, aber ich habe immerhin was. Hey, hier kriegst du auch wieder ein bisschen Geld. Danke. Danke, mein Freund. Nein, ich will sie nicht wegkaufen. Weil es lohnt sich eh nicht. Ach. Ach, der ist holt er sich Kuchen. Ja. Suppe aus. Suppenkuchen. Lecker! Gibt's es überhaupt? Locker. Ja, schau mal. Das hat er selbst erfunden. Suppenkuchen. What the fuck, Alter? Gibt's das echt? Ein Kuchen, ne? Was ist das? Sag mal, was ist denn das? Eine Kreation von Skywalker ist das. Genau. Wenn ich jetzt noch einmal auf Tokio drauf komme, dann ist es glaube ich schon fast ein Max. Dann ist es eigentlich schon Max. Max? Ach, wusste. Ach, er geht erstmal zur Steuerbehörde von seiner Weltreise. Das ist ja schon bitter. Ja, das ist schon bitter. Hongkong. Weil das so bitter ist, zahlt er ihm erstmal Schmerzensgeld. Och, schade. Ah, so ein Mist, ne? Mann. Ach, schön. Ja. Ich bin nicht auf Tokio gegangen. Ja.
Ich glaube, jetzt bist du eh auch schon. Oh, noch nicht. Chicago aus. So. Ja, Chicago ist teuer. Lyon. Sion. Sion. Wer kennt es nicht? Sion. Sion. Ist nicht Leon. Ist Sion. Nicht! Das ist gut zu wissen. Leon. Oh Gott, nicht schon wieder auf den warten. Er kann auch jetzt eine 1 würfeln. Schnauze. Erst mal mir bezahlen. Schnauze. Danke. Du hättest übrigens eine Weltreise gehabt. Ja, die hast du leider verpasst und bist da stattdessen Steuern zahlen gegangen. Ja. Hast du meine tolle neue Stadt gesehen? Ich komm zurück, muss Steuern zahlen. Ich komm nochmal zurück, ich muss. Schrecklich. Sevilla geht er. Kuchen? Einen Erdbeerkuchen. Hm? Keinen Suppenkuchen. Ist in Arbeit. Skywalk, hast du denn meine schöne neue Stadt gesehen? Mit 5,4 Millionen. Gib eine Stadt an irgendein Kosmos weiter! Oh. Welche wohl? Spiel verlassen, ich bin so kurz davor. Könntest Peking verschenken. Ich glaube, ich würde Brick wirklich jemandem geben, weil der hat gar nichts. Hallo? Ja. Genau, ich hab gar nichts. Was ist denn los? Ich kann hier nichts drücken. Ich kann nichts drücken. Ja, dann wird es jetzt zufällig entschieden. Ah, jetzt wird wahrscheinlich Peking verschenkt. Ja. Ist echt nicht Skywalkers Runde. Ach so. Kriegt ihn einfach Hongkong. Ich gehe mal nach Shanghai. Ist echt krass, dass Hamburg immer noch in meinem Besitz ist. Ja, in der Tat. Ja, da kommt halt keiner drauf. Hier, ich zahl dir mal Geld. Danke. Alle Wege führen nach oben. Ich glaube, du musst mal noch Sword verkaufen, oder? Reicht das noch aus? Nein, das reicht tatsächlich noch aus. Weil ich die Fahnen besitze. Es wird echt noch ein Zweikampf, Cersei. Ja. Glaubst du? Ich gewinne noch, pass auf! Rick, werd nicht so übermütig. Sorry, ich muss sicher. Ja, 2,9 Millionen nehme ich. Du hast schon verloren. Ja. Genauso wie ich. Ich nehme 2,9 Millionen. Was glaubst du, dass ich verloren habe? Das passt, da pass mal auf. Die Banken haben uns nur noch nicht in ihren Akten gefunden. Ja. Wie Banken? Ja, siehst du, du gibst mir jetzt Geld. Das ist der erste Schritt zum Sieg. Mhm. Jetzt gibst du dem Geld. Ich hab gesagt, der erste Schritt zum Sieg, nicht der erste Schritt von seinem Sieg. Das war der erste Schritt zu meinem Sieg. Ja. Fast. Ah, jetzt muss mein Resorts herkommen. Ich sehe deinen Sieg. Ja, pass auf. Ich. Du gehst jetzt nämlich an Sir Cyborg pleite, dann bist du schon mal aus dem Rennen. Und dann geht Sir Cyborg pleite an sich selber. Ja. Ja. So durch einen Spielfehler muss er bei sich selbst Miete zahlen, die dann an dich geht. Hey, Skywalker. Bin mein Gott, Jungs. Tschüss. Tschüss. Ja. Tschüss. Mach schön mit dir. Ah. Der hat immer gut Geld gezahlt. Und ich war der Einzige, der jemals Steuern bezahlt hat. Nee, ich hab's gemacht. Geh mal nach New York! Danke! Daran sieht man. Muss nämlich wissen, Ede ist ja eigentlich mein Zweitcharakter in dem Spiel, deswegen gewinne ich. Ich dachte schon, du wärst nicht bankrott. Tschüss! Rick? Was? Wie weit ist denn der Download? Ah, ein Leinen. Dauert noch. Hey! Eile!
Danke. Ach komm, was soll der Geiz? Geiz ist geil. Ja, das bisschen Geld. Das bisschen Geld, das zahlt er auch noch. Sagt er und landet auf Tokio. Ja. Ja, genau. Das wäre richtig grau. Nee, klappt daneben. Ja. Wer ist jetzt auf Tokio, glaube ich. Das ist ein bisschen geschadet. Ich weiß gar nicht, verdammt. Ich würde nicht so übermütig werden. Ene holt sich gleich ein Ereignis und macht Erdbeben auf Tokio. Was ist das denn? Oh, Dass ich mir Zypern gegönnt habe. Ja, gut, dass du mir Zypern gegönnt hast. Ja. Da würde ich auch dran festhalten. Oh. Ja. Ich bin auch der Supermächte. Das ist echt mal ein guter Zweikampf, den gab's selten. Ja, ich weiß. Sogar für billig nur 440.000. Ja. Ja, ich würde sagen, Tokio war einmal. Ist ja voll billig auf einmal, Tokio. Ja. Ich glaube, das war sogar mehr wert da. Ehrlich. Und? Berlin! Licht aus. Das ist echt voll der keine Zweikampf. Das Schöne ist, jetzt muss Ele 300 im Business Tour. Das musst du in den Titel schreiben. Ne, warts mal ab! Ele muss jetzt dreimal auf Berlin kommen, damit. Ne, pass mal auf! Ele kriegt jetzt als Ereignis Elektriker rufen, der repariert das dann sofort. Hey, genau. Kein Ding. Zuerst hier hat doch eh schon gewonnen. Was wir eigentlich schon recht erstaunt. Noch nicht. Ja. Noch nicht. Naja, wenn er jetzt Weltreise kriegt und dann auf Venedig käme und das kauft. Ja, die Chancen stehen gut. Danke. Aha. Die Chancen stehen gut, dass er sie gewinnt. Ja, ich denke jetzt eher nicht so. Gut, Hamburg ist jetzt nicht so wichtig. Doch, das ist wichtig. Das macht Berlin teurer, wenn es dann gleich mal wieder Berlin was wert ist. Aber gerade nicht wichtig. Ja. Wenn du meinst. Passt doch so. Oder kannst auch direkt Paris machen. Nee. Ja. Sissi hat doch schon gewonnen. Das ist unglaublich, aber Sissi hat schon fast gewonnen. Ey, jetzt kommt Osaka. Ja, das hat man oft schon gedacht, dass jemand fast gewonnen hat. Hier kommt noch ein Comeback. 1,1 Millionen. Hier kommt noch ein Comeback. Ede hat's gesagt. Ja, Madrid. Ede gehört nämlich jetzt Madrid. Holy shit. Stimmt, das ist ja gar kein Geld mehr, um da wirklich was zu bauen. Kann ich nicht mehr upgraden, das habe ich ja schon im Max, oder? Ja, also. Und Berlin ist auch nur noch 2 Runden entfernt von. Läuft gerade echt nicht so. Was ist da los, Edo? Versteh's nicht, ich hab gedacht, wir sind so gut. Sonst läuft's doch immer. Ja, was machst du denn jetzt? Entscheid dich mal. Ja. New York verkaufst du. Da musst du aber echt verzweifelt sein. Ja. Wenn du New York verkaufst. Die K ist nicht da. Das ist natürlich ein Argument. Das ist richtig billig. Was sagst du jetzt? Aber gleich? Ja. Was gleich? Gleich kommt der große Plot-Twist. Wenn ich das noch gewinne. Hey. Oh Gott, jetzt ist, holt er sich wieder die Weltmeisterschaft. Ah, Tokio. Null, was? Achso, war wahrscheinlich so ein Bug, auf welcher. 6,6. Ereignis! Warte, sag jetzt. Boom! Das war der Plot-Twist. Jetzt gewinne ich! Mann, jetzt wär's lustig, hättest du Erdbeben bekommen. Ich hätte aber trotzdem. Also, wie ich sehe, gewinnt hier sie gerade. Alter, das ist toll. Hallo, 25 Minuten noch und jetzt! Ich hab wieder Geld. Auch bestimmt ist ein Hotel. Ereignis? Geh zum Weltmeisterschaftsfeld. Kein Tokio zumindest.
Ja. Geh zurück, direkt zur Steuerbehörde. Das ist gut für ihn. Der ist ja genau zwischen Tokio und Osaka und kann auf keins von beiden kommen. Also Steuern ist Safe Point. Ja, und jetzt sagt er auch noch Geld ein. Ah, Peking, danke. Noch für mehr Geld. Osaka. Gleich mal Hotel. Ja, wieso nicht? Dann noch gleich ein Einserpass für Tokio. Oh, Shanghai, ja. Das Tokio Hotel, ne? Oh Gott. Ja, dann gehe ich jetzt richtig hin. Wenn der Tokio Hotel spielt, also. Monopoly. Oh. Ja, dann braucht nur Hongkong. Ja. Oder Paris. Oder Venedig. Wow. Ja, geil. Die werde ich nutzen, die Karte. Dubai, ey, Alter, ich brauch das doch nicht. Ich will doch einfach nur auf meinen eigenen kommen. Wie ist dein eigenes? Ja, echt? Ja, ich weiß aber. Ah, danke, Ile. Bitte. Alter, was machst du denn? Du sollst ihm kein Geld geben. Ja. Das hat er gar nicht verdient. Naja, verdient hat das ja. Nein, hat er nicht. Ja, bezahlt. Er hat seinen ganzen Besitz nur geerbt von seinem reichen Vater, der das hart erarbeitet hat. Aber er selbst hat nicht einen Tag gearbeitet für sein Geld. Ile ist Circes Vater, was? Nein! 12,1 Millionen. Ile? Ile? Tokyo Hotel mag ich nicht. Ah, Shanghai, ja, kühl mal ein bisschen. Kredit. Also vom Aussehen her. Ist eigentlich richtig. Gerade Circe. Das darf nicht passieren. Pass ab, Ele holt sich. Ja, ich dachte, Ele holt sich jetzt die Weltmeisterschaft und zockt sie damit ab. Und selbst wenn. Oh! Oh! Ja. Manu. Mailand. In mir, Bruder. Ist schön, oder? Ja. Ach, da geht's gleich weiter. Ich seh die Karte gar nicht mehr. Ich seh auch. Jetzt auf Tokio, ne? Kriegst du die Holzgarten? Weißt du, ich glaub, das Spiel mag dich nicht mehr. Ja. Nein, ich glaube auch. Das Spiel hasst dich. Ich hab so viel hintereinander gewonnen, glaube ich. Ja. Die denken, dass du hier hackst. Tut er doch auch. Ja. Venedig, oh. London. Kann ich auch upgraden, oder? Ja. Ich wäre aber jetzt echt bitter, wenn Circe das noch verliert. Ich weiß nicht wie, aber das wäre sehr bitter. Ja, pass auf, du kriegst jetzt Weltmeisterschaft, packst dir auf Las Vegas. So, Paris kaufst du dir hier nicht. Ja, ist mir doch egal. So gewinnst du ja aber nicht. Ja, egal, dann hol ich mir Venedig und hab gewonnen. Und er holt sich Hongkong. Nee, Hongkong holt er sich nicht. Wieso sollte er sich Hongkong holen? Hongkong ist erobert. Verkackt. Verkackt. Venedig. Machst du es jetzt echt so billig? Ah, es ist ja billig. Langweiler. Langweilig. Yay, Monopoly. Das war so ein offener Kampf. Ergebnis 12 Millionen. 3 Millionen. Wollen wir noch eine Runde?